Mein Name ist Frank Jüssen, ich bin der Ortsbürgermeister, bin 52 Jahre alt und Urbliesheimer. Und speziell in der Hochwasserkatastrophe ist mir das natürlich zugute gekommen, dass ich seit Kindheitstagen hier lebe und groß geworden bin, auch ein bisschen breit geworden bin. Und das hat mir natürlich geholfen, in der Situation, die keiner vorher kannte, eine gewisse Grundkoordination vorzunehmen, um Hilfsmittel zu koordinieren, Helfer zu koordinieren, an die richtigen Stellen zu schicken, sodass wir hier im Liesheimerort sehr, sehr zügig wieder aus dem ganzen Schlamassel weitestgehend rauskamen. Liesheim hält jung und alt zusammen. Hier respektiert man sich gegenseitig, hier unterstützt man sich gegenseitig und das macht Liesheim auch lebenswert. Ohne diese gegenseitige Unterstützung wäre das, was wir hier in der Flutkatastrophe, in der Unwetterkatastrophe geleistet haben, nicht möglich gewesen. Ja. Also zuerst gab es ja Massen an Hilfsgütern, die irgendwo deponiert werden mussten. Und wir haben dann, nachdem wir festgestellt haben, dass wir im Dorfgemeinschaftshaus bis auf die Kellerräume von Hochwasser verschont geblieben sind, spontan gesagt, wir öffnen die Räume hier, obwohl wir gerade frisch renoviert hatten, um die Hilfsgüter zwischenzulagern. Wir hatten nachher den kompletten Innenhof voll. Hier, wo wir uns gerade befinden, war alles vorgestapelt und den knapp 250 Quadratmeter großen Saal oben haben wir dazu genutzt, um die Hilfsgüter dann an die Leute auszugeben, die meistens alles verloren hatten und nicht wussten, wo sie in diesen Stunden, zumal ja auch die Erftbrücken gesperrt waren, nicht hinkamen, um sich kurzfristig mit anderen Sachen einzudecken. Wir sind weitestgehend raus aus der Sache, weil größere Organisationen sich dessen angenommen haben. Auf der einen Seite gut so, weil es immer nur eine kleine Gruppe war, die das geleistet hat, aber auf der anderen Seite kommen sehr viele Rückfragen an, wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, wenn der Nachbar Spendengelder erhalten hat, aber wiederum er selber nicht, dann versteht man nicht ganz, wo da die Reise hingeht. Da sind halt diese Fragezeichen, die da aufpoppen, versucht man dann über mich zu erfahren. Ich versuche sie weitestgehend dann auch abzuarbeiten, aber es ist eine Menge, die da teilweise aufläuft.